Was geht, Leute, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich gegen Amazon muss ich 500 Euro zahlen. Ja, erstmal ab mit dem Intro. Und da sind wir auch wieder. Ja, viele haben sich gefragt, also beziehungsweise privat ja schon bei Insta-Story und so. Ihr könnt gerne mal bei Insta vorbeischauen. In der Beschreibung ist ein Link zu Instagram. Ja, also, erstmal, ja, wir denken sich viele, oh, Clickbait, oh, oh, bla, 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 bla. Erstmal fangen wir an. Alles hat angefangen gestern wegen einer Bestellung. Was ich bestellt habe, ist völlig egal. Jedenfalls ging es darum, dass ich was bestellt habe. Und dann auf einmal, ungefähr 3-4 Minuten später, kriege ich kann's euch mal einblenden. Das, was zensiert wird zensiert, weil ich es nicht aus irgendwelchen Rechten darf. Aber der Rest wird eingeblendet. Guten Tag, Rone TV. Hier ist eine wichtige Nachricht von Amazon.de. Wir weisen darauf hin, dass auf Ihrem Kundenkonto noch Zahlungsrückstände bestehen. Da haben wir Ihr Konto vorübergehend deaktiviert. What the fuck? Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe was bestellt. Bei meiner E-Mail stand, dass das Artikel heute geliefert wird. Heute Freitag, den 27.04. So. Aber bei meinem Amazon-Konto auf meine Bestellungen stand nichts. Ihr müsst euch vorstellen, das Geld, also ich kann euch mal sagen, wie teuer das oder die Artikel ja war. Also das Artikel, was ich gekauft habe, war 180 Euro. Und ihr müsst euch vorstellen, bei meinem Amazon-Konto stand 0 Euro. Ich habe es ja nicht per Bank, sondern per Amazon-Gutscheine gekauft. Dann stand da einfach 0 Euro. So, auf meiner E-Mail stand aber, morgen ist es da. So, was denke ich mir jetzt dabei? Scheiße, schnell Amazon-Support anrufen. Dann bin ich rangegangen, grüße auf jeden Fall an der Frau, die mir da auf jeden Fall geholfen hat. So, dann gehe ich Amazon Support ran. Du musst anklingeln lassen, die rufen dich eine Minute später an. Das geht immer ruckzuck mit denen. So, Amazon habe ich dann angerufen. Die Frau meinte, es sind offene Beträge noch nicht bezahlt worden. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was für ein Herzfakt ich hatte, weil ich habe sehr, sehr viel bei Amazon bestellt. Da dachte ich halt, oh, vielleicht ist kein Geld mehr auf dem Bank. Vielleicht kommt eine Rechnung 400-500 Euro und mein Vater wird mich töten. Der würde mich echt töten. Bei einer 400-500 Euro Zahlung, Rechnung, was auch immer, will er mich töten. Okay. So, ich hatte erstmal einen halben Herzinfarkt und hatte einfach krass Angst, ne? So. Dann sagt die Frau, einen Moment. Dann habe ich kurz so 2 Minuten, 3 Minuten gewartet. Und, ja. Auf einmal sagt sie dann, 2 Minuten später, es sind keine offenen Beträge. Sondern ihr Amazon-Konto ist deaktiviert, wird in 24 Stunden wieder aktiviert. So, jetzt denke ich mir so, what the fuck? Erstmal kriege ich einen halben Herzinfarkt und jetzt, oh mein Gott, Alter. Falls ihr euch denkt, warum zum Teufel lädst du das hier auf deinem Hauptkanal hoch, wo Let's Plays eigentlich nur von GTA 5 online gemacht werden? Aus dem Grund, weil ich es, weil jetzt auch Real-Life-Stories so kommen werden. Es war jetzt keine große Real-Life-Story, mir ist ja nichts passiert oder so. Aber ich wollte nur mal sagen, wenn euer Amazon-Konto deaktiviert sein würde oder ist, wie auch immer, braucht keine Angst. Amazon-Support anrufen und die sind da alle, manche, sehr nett. Und ich hatte auch mal einen, der war ganz schön, ne? Gut, Themawechsel. Auf jeden Fall, ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ein kurzes Video, was nur fast 4 Minuten geht. Und ihr seht gerade im Hintergrund, wie ich einfach nicht da rein konnte in mein Motorrad erstmal. Das war ganz schön fail, ey. Und ja, wie gesagt, ich fand das sehr, sehr lustig mit dem Amazon. Vor allem, weil ich einfach einen halben Herzinfarkt hatte, weil ich mir dachte, scheiße, offene Beträge locker. So, ich habe sehr viel bestellt. Dann dachte ich mir so locker 300-500 Euro. Und dann 2 Minuten später sagt die Olle zu mir am Telefon, die Tante da, ja, nee, sind keine offenen Beträge und in 24 Stunden wird ihr Amazon-Konto aktiviert. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was für einen Schock ich hatte, weil bei meiner E-Mail stand, dass das Artikel morgen da ist. So, auf meinem Amazon-Konto stand 0 Euro, Geld ist weg, aber stand nicht, dass da Bestellung irgendwas bestellt wurde. Müsst euch mal vorstellen, was für einen Schock ich hatte, ey. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich in Zukunft hochladen soll. Also sprich,
irgendwelche Rennen, Wallride oder wollt ihr irgendwie Deathmatches? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss!